Ja, das ist wahrscheinlich eine Frucht meiner historischen Studien, die sich in dem Buch Land der Reisfelder niedergeschlagen haben. Und dabei bin ich mehr und mehr zu der Überzeugung gelangt, dass der Vietnamkrieg mehr ist als eine vorübergehende historische Periode gewesen, sondern ein Brennpunkt, in dem sich ein Wechsel in der internationalen Menschheitsgeschichte, jetzt nehme ich mal die großen Worte in den Mund, angedeutet hat und in dem man diesen Wechsel auch sehr gut verfolgen kann. Nämlich den Wechsel von einer Ära der zwar der imperialistischen Eroberungen, wo es meistens um Territorien ging, hin zu einem Umgang der Staaten auf der ganzen Welt untereinander, den wir jetzt gerade auch in ganz steigendem Maß erleben. Ich nenne das das Zeitalter des Zynismus. Das heißt, eines Umgangs der Staaten miteinander, in denen der gegenseitige Respekt nicht mehr die Regel des Verhandelns und des Handelns ist, sondern in dem nicht nur indirekt oder versteckt, sondern offen und ausgesprochen der Egoismus, der staatliche Egoismus, der Egoismus der Nationalstaaten die Oberhand gewinnt. Aber ich hatte so bei meinem Besuch in Vietnam so ein bisschen den Eindruck, dass es auch da einen Generationswechsel natürlich logischerweise gibt, dass diese Reflexionsebene über diese Zeit, die Sie ja jetzt auch erwähnt haben, also nicht nur die Zeit, sondern auch diese Reflexion, dass die eben tatsächlich eher in der älteren Generation vorhanden ist und bei den Jungen nicht mehr so unbedingt. Das ist vollkommen richtig und das habe nicht nur ich oder Sie gemerkt, sondern das merken auch zum Beispiel vietnamesische Schriftsteller, deren Hauptthema das derzeit ist. Ich meine jetzt nicht die Unterhaltungsliteratur, sondern die ernstzunehmende Literatur, die sich in Romanen und Kurzgeschichten äußert. Die junge Generation wendet sich zunehmend ab von der Tradition und möchte auch vom Krieg nichts mehr wissen, obwohl das ja in Vietnam so eine Art Heldengeschichte war, weil man den Krieg ja gewonnen hat, sondern sie wenden sich eher dem zu, was bei uns auch sehr stark zu beobachten ist, nämlich ihrem Privatleben, ihrem persönlichen Fortkommen und dem Nachlaufen der von der Konsumindustrie in der Werbung vorgeschlagenen Regeln, also das neueste iPhone und das neueste Auto und so weiter, sind sehr viel wichtiger als Überlegungen über die Geschichte und über die Gegenwart. Gibt es denn eine intellektuelle Auseinandersetzung in Vietnam genau darüber und auch über das Phänomen vielleicht? Wie kann man denn eigentlich diese Erkenntnisse aus sowas Widerständigem und ein eigenes Setting aufzubauen, erhalten bzw. in die Zukunft führen? Oder ist das eben ausschließlich bei den KP-Funktionären? Wie sieht das aus? Nein, das ist eine allgemeine Diskussion, die ist zum Teil sehr hart geführt wird. Da wird zum Beispiel gefragt, was hat uns der Befreiungskampf überhaupt gebracht? War das eigentlich nötig, so viel Opfer zu bringen und so weiter? Dabei übersehen die Leute, die sowas sagen, die Tatsache, dass es ja nicht ein freiwilliger Kampf war, sondern dass es ein aufgezwungener Kampf war, eine Invasion durch verschiedene europäische Mächte, die in denen es doch tatsächlich um die Existenz des Landes ging. Also um die pure Existenz des Landes. Die Amerikaner wollten Vietnam in die Steinzeit zurückbomben. Sie wollten das machen, was sie in anderen Gegenden der Welt dann später wieder gemacht haben, aus einem Land einen Failed State machen, also einen kaputt gemachten Staat machen, um dann umso leichter damit umgehen zu können. Aber die Diskussion wird sehr offen geführt und über die Schriftsteller, die sich da positionieren. Und komischerweise, die Jugend ist da manchmal, bei den Schriftstellern nicht, bei den Schriftstellern ist da näher bei den Alten als die normale Bevölkerung. Ich habe in den Straßen von Ho Chi Minh City gesehen, dass die Punks in USA-Flaggen auf dem Moped umherfahren, weil das sozusagen die größtmögliche Provokation war. Das ist jetzt wahrscheinlich gar keine mehr, sondern eher so Lifestyle und Alltag. Ja. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem, was kann denn aus Ihrer Sicht oder was sollte denn als Erkenntnis übrig bleiben, also was Sie ja letztlich auch zu der Arbeit bewegt hat, das Buch zu schreiben, was sollte denn bei uns passieren, also im, nennen wir mal Mitteleuropa, also ja. Was ist denn da wichtig sozusagen aus Ihrer Sicht? Naja,
wenn ich mir als ganz kleiner Schriftsteller oder Historiker die Bemerkung erlauben darf, aus der Geschichte lernen. Und das wird in Vietnam fast systematisch verhindert, dadurch, dass Vietnam aus dem öffentlichen Spektrum des Interesses fast völlig verschwunden ist. Und wenn es überhaupt auftaucht, dann in dem Rahmen eines wirtschaftlichen Aufschwungs, in dem Vietnam ein interessanter Partner geworden ist. Mhm. Aber solche historische oder vielleicht sogar auch moralische Fragen werden niemals diskutiert. Stattdessen wird eine Art von Behandlung, wenn es jetzt nicht um wirtschaftliche Fragen geht, dieses Landes fortgeführt, die ich aus dem Kriegszeit kenne. Also da wird der Kommunismus beschworen und da werden Unterdrückungen und so weiter dargestellt, die meistens nicht so entscheidend sind, wie sie dargestellt wird. Und die aber deshalb wirken, weil sonst nichts an Informationen bei uns ankommt. Jetzt ist ja das K-Wort gefallen. Jetzt der Nachbar China, da ist ja allgemein weltweit verpönt sozusagen, dass das überhaupt irgendwie noch mit dem Kommunismus in Beziehung gebracht wird, was da passiert. Das sieht in Vietnam ja durchaus anders aus. Also da gibt es eine weitestgehend solidarische Gesellschaft, die dann auch wiederum von der KP-Führung, so korrupt sie in Teilen eben auch ist, irgendwie doch ganz vorsichtig immer noch sowas meint wie Sozialsystem erhalten und mal gucken, wie die Zukunft wird. Wir werden in jedem Fall 51% aller Aktien halten und so weiter an allen großen Unternehmen. Jetzt gibt es die ersten Streiks und das sind Massenproteste vietnamesischer Bauarbeiter gegen Samsung, dem größten Investor sozusagen in Vietnam, wo durchaus auch die Sicherheitskräfte, in dem Falle die Privaten, gerne mal draufhauen. Und die Polizei so ein bisschen deeskalierend versucht, das Ganze zu lösen. Aber das ist ja ein Ding, was wahrscheinlich in Zukunft noch viel häufiger passieren wird. Wie ist denn da aus Ihrer Sicht die Strategie derjenigen, die das Sozialsystem erhalten wollen, wenn man überlegt, wie mächtig ein solcher Konzern ist? Das ist ja auch nicht nur Samsung, da gibt es ja mehrere, die in Vietnam investiert haben in der Größenordnung. Wie sieht denn da so ein Zukunftsszenario aus? Haben die das noch in der Hand, ganz schlicht gefragt? Nicht immer. Erstens gibt es zwar staatliche Gewerkschaften, aber die haben es immer noch nicht gelernt, ihre Funktionen so auszuüben, wie wir das kennen. Zweitens gibt es natürlich auch Erfolge an diesem Gebiet. Ich möchte daran erinnern, dass im vorigen Jahr an der Küste Mittelvietnams ein riesiges Fischsterben stattgefunden hat. Und man hat eine taiwanesische Firma als Verursacher erkannt, die ein Stahlwerk dort vertrieben haben und die Umwelt verschmutzt haben. Inzwischen ist das so weit gekommen, dass diese Firma sich öffentlich entschuldigt hat und dass sie auch Schadensersatz an die Bevölkerung bezahlt hat. Das ist also so ein Beispiel, wo die vietnamesische Regierung sich gegen einen sehr großen Konzern tatsächlich durchgesetzt hat. Aber normalerweise steht sie immer in dem Dilemma, dass sie die Investoren locken will, dass sie sie braucht, um das wirtschaftliche Wachstum weiterführen zu können, dass aber mit diesen Investoren immer auch Ideen ins Land kommen und Verhaltensweisen, die natürlich westlich oder kapitalistisch oder vielleicht sogar radikal kapitalistisch sind und die Vietnam weiterhin als Billiglohnland nutzen wollen. Das ist ein Dilemma, das die vietnamesische Regierung immer wieder durch Kompromisse, durch das Aushalten, durch auf Zeitspielen und so weiter versucht, nicht so stark wirksam werden zu lassen, wie sie könnten. Ich unterstelle aber der vietnamesischen Führung, dass es hier tatsächlich mehr um das Wohlergehen der Bevölkerung geht, als darum, nun plötzlich ein großer Tigerstaat zu werden, dass das Gesetz des Wachstums nicht unendlich fortgesetzt werden kann. Das haben viele vietnamesische Ökonomen inzwischen auch schon eingesehen. Man hat zum Beispiel jetzt Pläne, ein Atomkraftwerk in Vietnam zu errichten, einfach auf Eis gelegt bzw. aufgehört weiter zu verfolgen, weil man gemerkt hat, dass da Dinge entstehen, die man vielleicht dann später nicht mehr unter Kontrolle hat. Sie hören übrigens gerade Günter Giesenfeld, den Autor des Buches Brennpunkt Vietnam. Was ich ja auch spannend finde für so ein Buch, ist,
natürlich, wie kommt denn die Information zustande? Mit anderen Worten, mit wem hatten Sie denn Gelegenheit, sich genau darüber zu unterhalten vor Ort? Welche Ebene betritt denn das? Ist das auch die KP-Führung? Wie sah sozusagen die Recherche aus für Ihr Buch? Ich habe in der Vergangenheit, jetzt nicht mehr so sehr, aber in der Vergangenheit habe ich tatsächlich Kontakte gehabt mit den allerhöchsten Repräsentanten des Staates, also Pham Van Dong zum Beispiel, der sagenhafte Ministerpräsident und Präsident. Dann habe ich den General Wo Nguyen Siap getroffen, der inzwischen verstorben ist mit über 100 Jahren, und habe Xuan Tui kennengelernt, der Verhandlungsführer in Paris gewesen ist mit den Amerikanern und so weiter. Ich habe aber auch viele Kontakte mit niedrigeren Leuten, die aber so weit informiert sind, dass sie mir auch vieles erzählen können. Und dann habe ich sehr oft auch schlicht und einfach Reportagen gemacht. Heute nicht mehr so oft, aber früher zum Beispiel, als die sogenannte Regelung Nummer 100 rausgekommen ist, die die Landwirtschaft sehr stark revolutioniert hat, noch vor 1986, Doi Moi, nicht? Da wurde also den Bauern eine gewisse Art von Selbstständigkeit zugestanden, eine Möglichkeit auch privat Landwirtschaft zu betreiben, nicht nur innerhalb von Kooperativen und so weiter. Und dann kenne ich sehr viele Schriftsteller in Vietnam und die sind eine sehr wertvolle Quelle, weil man da nicht nur Statistiken und sowas sich erfragen kann, sondern auch das Innere, die innere Entwicklung in Vietnam, also die Stimmung in der Bevölkerung, was man so redet, was Intellektuelle untereinander reden und was nicht unbedingt auch veröffentlicht wird, da habe ich dann auch Zugang gehabt dazu.